Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu unserer HealthTech Lecture des Forschungsverbundes Leibniz Gesundheitstechnologien. Unser heutiger Referent ist Professor Dr. Sven Stegemann vom Leibniz Joint Lab First in Translation. Herr Professor Stegemann ist Wissenschaftler, Professor und Verfechter der multidisziplinären Forschung zu patientenorientierten Arzneimitteln und bezahlbaren Medikamenten. Und seine Leidenschaft ist es, pharmazeutische Produkte zu verbessern, um sie patientenorientierter und erschwinglicher zu machen. Er hat bei einigen Firmen gearbeitet, Capsugel, AstraZeneca und Sanofi Winthrop. Als wissenschaftlicher Berater war er für große Pharmaunternehmen tätig und ist Professor an der Technischen Universität Graz. Das Leibniz Joint Lab First in Translation ist eine Translationsinfrastruktur. Und Herr Professor Stegemann hat für den heutigen Vortrag den Titel Vom Labor in die Menschen, Innovation durch Translation gewählt. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag und Sie dürfen loslegen. Bitte schön. Ja, Herr Ulrich, vielen Dank für die Einführung und ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Ja, und ich wollte Ihnen hier etwas über die Translation erzählen und einfach in diese Thematik reinzugehen, die ja gerade überall en vogue ist. Wie können wir eigentlich unsere Grundlagenforschung voranbringen, dass wir daraus dann auch Innovationen in Menschen erreichen können, im Healthcare-Bereich. Oh Gott, jetzt geht gerade, ach ja, gut. Table of Content, ich habe Ihnen hier mal kurz zusammengefasst, wie ich den Vortrag strukturiert habe. Erstmal nochmal die Gemeinsamkeit zu schaffen. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir gerade an den akademischen Instituten translationell arbeiten und wie beeinflusst das die Healthcare Innovation? Etwas zur Terminologie, sodass Sie auch verstehen, warum und wie ich welche Ausdrücke verwende. Dann gehe ich noch einmal durch diesen ganzen Prozess der Translationsforschung, bevor ich dann so ein bisschen erzähle, wie überhaupt dieses ganze Joint Lab First in Translation entstanden ist. Dann über die integrierte Framework, die wir da schaffen wollen, ja, und wie eigentlich die Zusammenarbeit verschiedener Expertisen eine Value Proposition für unsere Forscher bereiten kann. Und dann einfach nur ein paar Fakten zu dem Joint Lab Fit und dann eben kurze Zusammenfassung. Warum eigentlich ist es so wichtig, dass die akademischen Einrichtungen im Healthcare-Bereich aktiver werden und wirklich auch in die Translation gehen. Wir haben ungefähr 8000 Erkrankungen, die wir so kennen, am Menschen, die uns in irgendeiner Weise irgendwann irgendwo betreffen könnten. Und auch wenn wir glauben, wir hätten schon die meisten eigentlich im Griff, sind es maximal 600, die wir gerade eigentlich behandeln können, wo wir zugelassene Produkte haben, wobei auch davon Großteil sich rein auf die Symptomatik bezieht. Also es ist keine kausale Therapie, sondern ich versuche einfach nur die Symptome zu lindern. Was viel interessanter ist, ist, dass, oh Gott, ja, was viel interessanter ist, ist, dass wenn wir eigentlich gucken, was ist eigentlich dieser Fortschritt, den wir erreichen in Grundlagenforschung, und wie viel davon wird eigentlich translationiert, also kommt irgendwann mal in die klinische Forschung und ja hin zum Patienten, dann sehen wir da ein Riesenungleichgewicht, weil wir wesentlich mehr an Grundlagenforschung haben mit exzellenten Ergebnissen, die allerdings nie in eine Translation gehen. Und genau da sollten wir uns mal mit beschäftigen. Terminologie. Wenn ich jetzt mir das Wort Translation einfach mal nehme, dann heißt es, sieht man also, dass das heute
sehr weitreichend in verschiedensten Kontexten in der Biomedical Research genutzt wird. Es ist eigentlich so, dass dieses, wenn man ursprünglich sieht, hat man gesagt, gut, Translation, das handelt sich dabei um die erste Stufe, wo ich aus dem Laborergebnis in eine klinische Evidenz überführe, also aus dem Labor in die Klinik übertrage. Es ist mittlerweile so, dass genauso viele Teilnehmer und Schritte, die es da gibt in so einem Translationsprozess, genauso viele Meinungen und Definitionen haben, wie eigentlich was Translation ist. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir uns klar werden über dieses Wording. Was meinen wir eigentlich? Wohin wollen wir? Und wer macht eigentlich was? Und deshalb gebe ich Ihnen jetzt einfach mal hier meine Definition, die ich in dem Vortrag nehme, oder was ich meine in meinem Vortrag. Wohl wissend, dass das nicht unbedingt die sind, die wahr sind, sondern ich sage einfach, wenn ich von Translation rede, dann meine ich damit hier, dass eine akademische Institution Forschungsergebnisse sieht und die in eine klinische Phase bringen will. Wenn ich jetzt Translational Research meine, dann handelt es sich darum, in welch einer Weise, welchen Ansatz die Hochschule wählt, um diese Translation in die Klinik zu erreichen. Also wie gehen wir daran, um dahin zu kommen? Es gibt auch den Begriff der Translational Science. Da geht es dann darum, zu identifizieren, wo hapert es eigentlich in der Translation? Warum kommen wir in Translation oder in Research and Development nicht weiter? Und wie kann ich diese Barrieren, die da sind, eigentlich beiseite räumen? Das geht dann darum, dass wir versuchen müssen, Klarheit zu kriegen, zum Beispiel mit Behörden darüber, wie und was anerkannt und weitergebracht werden, wie das dann in die Klinik gehen kann. Das sind die Dinge, die macht Translational Science. Es gibt aber weiterhin den Begriff Research and Development, was der typische industrielle Prozess war, wo Pipelines aus der Drug Discovery kommen und dann in den Markt überführt werden. Da wird auch heute jetzt schon sehr oft das Wort Translation genannt, weil das einfach ein Schlagwort geworden ist, wie Bio, wie Nano, plötzlich ist alles translational. Deshalb liegt es da schon noch mir im Herzen, dass wir klar sagen, translational ist eigentlich ein akademischer Begriff. Es geht darum, dass wir mit limitierten Ressourcen, mit Grundlagenforschung, die aus der Neugier herauskommen, ohne direkt eine Zielrichtung zu haben, mit limitierten Finanzierungen es schaffen, diese Ideen, die da kreiert werden, in klinische Anwendungen zu bringen und das abzusetzen von der industriellen Forschung, die von vornherein weiß, das wollen sie entwickeln, dahin wollen sie gehen und die dann nicht nur ein Produkt haben, sondern gleich eine Pipeline an Produkten, von denen sie dann auswählen kann, welches da am besten dazu geeignet ist. Also das erstmal nur zur Terminologie. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Translational Research Prozess. Was beinhaltet das eigentlich? Was heißt das in der Gänze? Wenn man wirklich mal überlegt, wo fängt Translational Research an, dann muss man sagen, das fängt eigentlich schon bei der Ausbildung an. Und da sehe ich auch heute noch nicht unbedingt sehr viele Programme, denn wir müssen ja die Skills, die wir dafür brauchen, auch irgendwo herkriegen. Und das muss eigentlich immer dann schon an der Universität stattfinden, dass wir Kurse haben über Innovation und Translational Research. Es kann sein, dass wir Short Courses anbieten können für PhD-Studenten, weil die ja gerade in ihren Doktorarbeiten an ganz spezifischen Fragestellungen arbeiten und häufig diese Gesamtheit nicht wissen, wie jetzt das wirklich, was sie da machen, in ein Translationsprojekt oder in ein Produkt überführt werden kann.
Es gibt sicherlich auch die Notwendigkeit, dass wir in unsere Ausbildungspläne etwas erzählen, was ist eigentlich GMP, was sind ISO-Standards, wie funktionieren die? Und natürlich auch On-the-Job-Education und Training. Das heißt, sobald wir wirklich so ein Projekt mal nehmen, dann brauchen wir auch da Leute, die wir daran ausbilden. Wie läuft Translational Research? Was ist der Prozessflow? Was sind die Evaluierungskriterien intern, bevor ich starte? Wie kriege ich dieses Projekt finanziert? Was ist meine Risk Mitigation? Wie mache ich mein Data Management mit all den Daten, die ich finde? Wie dokumentiere ich die? Wie reporte ich die? Wie läuft so ein Quality Management System? Das heißt, wir haben also erstmal ganz grundsätzlich Ausbildung, dass wir ausreichend Leute haben, die ein Verständnis von Translational Research haben. Bevor ich aber überhaupt darüber nachdenke, brauche ich auch eine Translationsinfrastruktur, die über die gesamten Prozesse geht. Das heißt, ich brauche überhaupt erstmal ein Translational Research Team, die verschiedene Expertisen und Disziplinen zusammenbringt. Und ich hatte gerade heute Morgen noch eine lange Diskussion mit einem der Translationsteams. Was Sie da sehen, ist, dass wir noch immer nicht verstehen, dass wir mehrere Disziplinen brauchen in einem Translationsprozess, weil ich nicht nur technische Dinge betrachte, wenn ich in eine klinische Studie gehe, sondern auch Dinge wie Toxikologie, Pharmakologie, wie klinische Endpunkte und so weiter. Und häufig ist in der Grundlagenforschung eher dieser technische Aspekt im Vordergrund. Und so müssen wir auch dieses Translational Team zusammenstellen. Dann geht es darum, da habe ich überhaupt eine Infrastruktur, um dieses Data Management zu machen. Das heißt, alles, was ich aus der Grundlagenforschung an Informationen habe, wie erfasse ich diese Daten? Und dann auch, wie dokumentiere ich die und wie reporte ich die? Es ist häufig so, dass wir in der Grundlagenforschung eigentlich nur die guten Ergebnisse behalten und die schlechten dann irgendwo so eher unter den Teppich kehren wollen. Dabei sind gerade auch die negativen Resultate extrem wichtig, um mein Projekt zu verstehen und um daraus ein Produkt zu machen. Und ich brauche natürlich eine Quality Management System Struktur, wenn ich in eine klinische Studie gehen will, weil es Voraussetzung ist, dass ich diese Produkte unter GMP oder ISO-Richtlinien herstelle. Und dann komme ich eigentlich zu meiner Translationsidee. Und dann geht es auch darum, ist die Idee überhaupt schon so reif und so fortgeschritten, dass ich sie fertig ist, dass ich sie wirklich in eine Translation bringen kann. Dazu gehört zum Beispiel einfache Sachen. Was ist eigentlich mein definiertes Ready-to-Use-Produkt und was sind die Spezifikationen? Das heißt, wenn ich ein Polymer jetzt entwickelt habe, was hochinnovativ ist, dann ist dieses Polymer nicht einfach, ich kann mit keinem Arzt in die Hand geben und sage, hier hast du dieses Polymer, sondern der muss ein Produkt in die Hand kriegen, was er entsprechend den Zielrichtungen der klinischen und der diagnostischen Anwendung auch einsetzen kann. Das heißt, wir haben hier erstmal aus der reinen Technologie müssen wir ein Produkt gestalten mit Spezifikation. Wir haben eine klare klinische Anwendung, wohin wir gehen wollen. Und was eben halt auch der Vorteil dieser klinischen Anwendung ist, hinsichtlich dessen, was bereits existiert. Dann brauche ich dazu auch einen qualifizierten Prozess für die Herstellung oder das Zusammenbringen bei Medizinprodukten. Ich brauche auch analytische Methoden, um jetzt wirklich meine kritischen Quality Attributes, wie wir sagen, also die kritischen Parameter meines Medizinproduktes oder meines Pharmaproduktes, wie kann ich die analytisch fassen, dass ich weiß, ich bin eigentlich auf der richtigen, sicheren Seite. Dann geht es darum, wie reproduzierbar ist dieses Produkt, was ich da habe. Und wie stabil ist das? Muss ich das wirklich herstellen und am nächsten Tag schon verwendet haben?
Oder ist es ein Produkt, weil ich sage, ich kann es herstellen und dann über die nächsten Monate in der Klinik anwenden? Dann geht es immer darum, dass ich auch ein Risikoassessment machen muss. Was ist die Technik oder die Pharmazie oder die Materialien? Welches Risiko gibt es da, dass es hinkommt oder nicht hinkommt? Und welchen Risk Mitigation Plan habe ich? Also wie kann ich da mit dem Risiko umgehen? Und bevor ich dann überhaupt dann in die Klinik gehen kann, muss ich natürlich dieses Produkt auch in der Präklinik entsprechend erfassen hinsichtlich der Wirksamkeit oder der Funktionsweise und der Sicherheit. Und da geht es dann darum, dass ich ausreichend Informationen zur Funktionsfähigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit habe. Dazu muss ich gewisse prädiktive Modelle nehmen. Das können Tiermodelle sein, In-vitro-Modelle sein. Bioanalytik ist ganz entscheidend, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Pharmakon habe und ich will wissen, wie viel davon im Plasma ist, dann rede ich hier über Nanogramm, ja, oder eben über Proteine, die sehr ähnlich sind von Natural Proteins, also Endogenous Proteins. Und die muss ich überhaupt erstmal analytisch fassen, was eine große Herausforderung ist, die ich allerdings brauche, wenn ich die wirklich in ein klinisches Assessment reinbringen will. Und dann natürlich muss ich mir auch überlegen, was kann in der Klinik schiefgehen und was kann da passieren und wie kann ich mit diesen Risiken umgehen. Und natürlich auch immer, was jetzt Kliniker und Patienten dazu sagen, ob jetzt das, was ich da gerade mache, wirklich für sie relevant ist oder ausreichend vorbearbeitet oder vorbereitet ist. Und dann muss ich mich auch mit den regulatorischen Gegebenheiten beschäftigen. Das heißt zum Beispiel, welcher regulatorische Weg ist für mich eigentlich der, den ich gehen muss? Gehe ich im Pharmaprodukt, dann muss ich zum BfArM gehen. Medical Devices habe ich dann auch das BfArM, aber dann muss ich andere Richtlinien befolgen. Oder habe ich die ATMPs, diese Advanced Therapeutic Medicinal Products, das sind Produkte aus Zellen oder genetischem Material. Da muss ich zum PEI gehen, zum Paul-Ehrlich-Institut. Die haben auch andere Richtlinien. Normalerweise ist es immer gut, sich da mal Regulatory Advice zu holen mit einer ganz spezifischen Fragestellung, dass das, was wir da auch an Dokumenten haben und technischer Dokumentation anliefern müssen, dem entspricht, was die Behörden dann erwarten, damit ich die klinische Studie machen kann. Dazu gehören vor allem diese technische, pharmazeutische oder Medizinprodukte-Dokumentation, wo es vorwiegend darum geht, welche Qualität hat das, wie teste ich die, was sind die präklinischen Resultate davon. Da geht es dann wirklich um Sicherheitsaspekte, die ich festlegen muss. Aber auch wenn ich in die klinische Studie gehe, muss ich mir natürlich klar sein, was ist eigentlich mein Studiendesign? Was sind meine Endpunkte? Wie plane ich? Und dann muss ich das entsprechend diese Studie auch genehmigt kriegen. Und wenn ich das habe, dann gehe ich in die klinische Prototype-Herstellung. Dann muss ich dieses Produkt entsprechend herstellen. Dazu habe ich klare Produktspezifikationen. Ich muss meine Rohmaterialien kennen, meine Hilfsstoffe kennen und meinen Herstellungsprozess dokumentiert haben. Ich muss aber auch die Hilfsstoffe und Rohmaterialien und das Prozessequipment, was ich da habe, qualifizieren. Ob es wirklich die Funktion hat und die Aufgaben erfüllt, die es benötigt, damit ich mein Produkt in der ausreichenden Qualität und Sicherheit herstellen kann. Ich habe meine Instruktion, die muss ich klar beschreiben, wie ich die Herstellung mache, wie ich meinen Prozess fahre. Das Ganze muss unter GMP und ISO 13485 Richtlinien erfolgen. Auch da habe ich wiederum ein Risikoassessment und Risk Mitigation, wenn ich irgendwas sehe, was in der Herstellung daneben gehen kann, wie ich damit umgehe. Und dann habe ich meine Release Specification, das heißt, auf welchen Spezifikationen beruht die Freigabe für die klinische Studie. Und dann habe ich jetzt mein klinisches Prüfmaterial, mit dem kann ich in meine First-in-Human Clinical Trial gehen. Dazu brauche ich ein Clinical Trial Center, da brauche ich einen Principal Investigator. Wir müssen die
an diesem Produkt dann eben halt briefen oder ausbilden. Ich brauche ein klinisches Studiendesign, einen Studienplan und entsprechende Statistik. Wenn ich irgendeine Evidenz nachweisen will, dann brauche ich, je nachdem, welche Endpunkte das sind, entsprechend ausreichend Probanden. Ich brauche eine Statistik, die dann auch wirklich eine gewisse Sensitivität hat, um mir meine statistische Signifikanz zu geben. Dann geht es um bioanalytische Verfahren und Endpunkte, wie ich die darstelle. Dann habe ich dieses ganze Ethical Committee und dieses Regulatory Approval. Dann muss ich wissen, wie rekrutiere ich meine Patienten? Kriege ich die überhaupt rekrutiert? Wie mache ich mein klinisches Teil Monitoring, dass ich auch wirklich weiß, dass das gemacht wird, was im Protokoll steht? Das heißt also diese Compliance zu dem Protokoll. Wie sammle ich die Daten? Wie verwerte ich die Daten? Und wie schütze ich auch die Daten? Ja, gerade Patientendaten sind äußerst sensibel. Dann ist es nicht so einfach, die zu nutzen, noch nicht einmal verblindet, sondern ich muss im Prinzip die Probanden alle fragen, dass die auch für andere Sachen oder für meine Studie verwendet werden kann. Und danach fange ich eigentlich erst an, die kommerzielle Entwicklung von den Produkten zu machen. Dann geht es darum, die abzuscalen, die finalen Spezifikationen festzulegen. Ich muss den Prozess upscalen und die Parameter festlegen, die ich da haben will. Ich muss das Produkt und den Prozess verstehen, dieses Quality Monitoring, dass ich sicher bin, ich kann das immer wieder reproduzieren, basierend auf meinen Vorschriften oder auf meinen Spezifikationen. Ich muss auch einen Risk Mitigation Plan haben. Und dann ist das eine Phase, wo ich sehr viel dokumentiere, um ein Dossier zu erstellen, was ich dann entsprechend ans BfArM oder ans BI abgebe, beziehungsweise an eine kompetente Stelle, die dann das Medizinprodukt bewertet und zulässt. Und dann damit, also diesem klinischen, neuen, abgescalten Produkt, gehe ich dann wirklich in mein Clinical Proof of Concept, das ist eine größere Studie, die ich dann mache, komplexeres Studiendesign, komplexerer Studienplan, auch da wieder die Ethical Committees, dann habe ich Clinical Supplies, wenn ich an Multicenter-Studien denke. Und dann gehe ich im Prinzip in diese komplette Entwicklung des Produktes. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal jetzt genau diesen Prozess angucken, dann gibt es im Prinzip drei Phasen. Die erste Phase ist schlicht die Translation einer Technologie. Das heißt, wie komme ich jetzt von der Grundlagenforschung, von dem Ergebnis meiner Grundlagenforschung hin zu einer Technologie, was einem Produkt gleichkommt. Danach kommt die präklinische Translation, indem ich dieses Produkt soweit validiere, qualifiziere, evaluiere, dass ich sicher in meine klinische Translation gehen kann, wo ich dann am Menschen dieses Technologie übersetzt in ein Produkt anwenden kann. Wenn ich jetzt wiederum zurückgehe und sage, was ist jetzt unsere Aufgabe in Translational Research von den Hochschulen, dann sind das eigentlich die ersten 7 Punkte, weil wir nicht in der Übersetzung eines Clinical Proof of Concept zu einem kommerzialisierten Produkt sind. In der Regel machen wir die Auswertung, dass wir ein Produkt entwickelt haben, was einen klinischen Wert hat, der nachgewiesen ist an Menschen oder bei Menschen, sei es als Diagnostikum, sei es als ATMP oder als Pharmaprodukt, das dann in eine komplette kommerzielle Entwicklung reingeht. Das ist eigentlich dieser ganze Translational Research Prozess, den wir da durchlaufen. Wie ist jetzt eigentlich dieses Joint Lab entstanden, aus welcher Geschichte heraus? Das Joint Lab gehört zum DWI, Leibniz-Institut. DWI steht für Deutsches Wolf-Forschungsinstitut.
Wobei bei uns nichts mehr mit Wolle gemacht wird, sondern schon seit Jahren ist dieses als ein Leibniz-Institut für Interactive Materials bekannt, wo vorwiegend mit Biomaterialien gearbeitet wird für Medical Device, für New Therapeutics, für Advanced Therapeutic Medicinal Products in enger Zusammenarbeit mit den Klinikern. Und aus dieser grundsätzlichen Grundlagenforschung ist schon in den letzten Jahren sehr viel herausgekommen, was eine gewisse Reife hatte, wo es eigentlich hätte in eine Non-Clinical-to-Clinical-Phase gehen können. Ja, aber die Problematik ist dann da, dass wir dazu ja eine GMP- oder ISO-Compliant-Herstellung brauchen. Und diese ist einfach nicht überall vorhanden. Ja, ich würde sagen, sie ist sehr, sehr limitiert. Selbst wenn Sie jetzt Lohnhersteller suchen würden, also auf den industriellen Markt ausweichen, wenn Sie kaum jemanden finden, der sich wirklich damit, der diese Kapazitäten anbietet, weil diese GMP, diese ISO-Compliant-Manufacturing-Räume sind extrem teuer. Das ist ein extrem langwieriger Prozess. Und daran ist im Prinzip vieles gescheitert. Und da kam eben halt die Idee, dass wir eigentlich ein Reinräume brauchen, also GMP, ISO-Compliant Reinräume brauchen, die in der Lage sind, dieses breite Portfolio, was aus unserer Grundlagenforschung herauskommt, zu übernehmen. Dazu brauchen wir flexible und Multi-Purpose-Class-Cleanrooms, mit der Klasse C, B und auch der Möglichkeit, unter Class A herzustellen. Das sowohl für rein chemische als auch für biologische Produkte. Und das war eigentlich die Zielsetzung dabei, dass wir gesagt haben, wir bauen dieses Joint Lab Fit, was aber nicht nur rein auf die Herstellung ausgehen sollte, sondern im Prinzip eingebettet ist in eine gesamte in einem gesamten Rahmen von Translation, wobei dieses FIT dann eher eine Herstellungsinfrastruktur ist, die es ermöglicht, Grundlagenforschungsergebnisse von der Präklinik in die Klinik zu überführen. Das war also diese grundsätzliche Idee da. Und jetzt mal mehr zu diesem Integrated Framework. Was ist es eigentlich? Worum geht es da eigentlich jetzt? Wie gesagt, wissen wir, dass eigentlich diese Grundlagenforschung ist essentiell für ja, Innovation, für Fortschritt in neuen Therapien und Diagnostika. Weil wir einfach in der Grundlagenforschung anders denken als in der industriellen Forschung und dadurch Dinge entdecken aus einer reinen Neugier heraus. Was wir da machen in der Grundlagenforschung ist, wir kombinieren verschiedene ja, Materialien, wir haben neue analytische oder Herstellungstools oder sonst etwas und wir nutzen die einfach und gucken, was passiert. Ja? Wir versuchen zu verstehen, warum und wieso etwas passiert. Wir haben unsere Theorien, wie etwas passiert. Aber prinzipiell sind wir eigentlich getrieben von der Neugier. Und dabei machen wir die typische Art der Grundlagenforschung. Ich fokussiere auf einen spezifischen Input und gucke, was da hinten rauskommt. Und das mache ich in meinem Laborbereich. Der ist relativ limitiert, aber er gibt mir sehr gut Hinweise darauf, was passiert, wenn ich dieses, jenes, sonst was ändere und was kommt dahinter raus und wie verändert sich dann dieses Produkt vom Anfang in dem Prozess. Und was da rauskommt, ist Technologieinnovation. Wir haben eine unendliche Menge an innovativen Sachen oder nein, an Erfindungen, technologischen Erfindungen, wo wir einen Satz an Daten haben, der ausreichend belegt, dass wenn wir Dinge machen, Dinge erreichen können, die überraschen, die neu sind. Ja? Und typischerweise endet das dann irgendwo in Veröffentlichungen oder eben in einem Patent. Und dann stehen wir da als Grundlagenforschung
fast schon am Ende, wenn wir nicht hingehen können und wissen, wie kriegen wir diese Erfindung in eine Anwendung am Menschen. Und dazu muss man sich noch einmal genau klar werden, was eigentlich die Grundlagenforschung per se macht. Was wir machen, ist, wir fokussieren uns auf die Technologie. Wir gucken auf zum Beispiel funktionale Polymere. Wir gucken, wie verändert sich oder welche Mechanism of Action haben die in der Pharmakologie, wenn ich das oder jenes Molekül gebe, wie verändert sich das am Rezeptor, welche neuen synthetischen Prozesse habe ich, wie kann ich Biological Engineering betreiben, also bewusste Dinge verändern, Tissue Engineering, ja. Aber das alleine ist weder eine Innovation noch ein Produkt. Ich habe eine Technologie und das ist eine technologische Erfindung. Wie komme ich also jetzt von der Technologie aus weit? Wenn ich eine Technologie habe, brauche ich vor allem eine Anwendung. Das heißt, ich habe jetzt wieder dieses funktionale Polymer. Wo kann ich das einsetzen? Zum Beispiel Cartilage Replacement, wo ich sage, ich gehe hin und werde den Knorpel damit wieder aufbauen oder ersetzen oder sonst was. Ich kann auch hingehen und sagen, ich kann daraus ein Gewebe bauen, neu basteln. Ich kann Gewebe stimulieren, ich kann es stabilisieren. Ja? Oder ich kann eben halt Zellen ganz spezifisch genetisch modifizieren. Ja? In dem Fall CRISPR-Cas zum Beispiel wäre eine Technologie und die wird dann da angewendet, um jetzt Zellmaterial zu verändern. Aber das ist immer noch keine Innovation, das ist immer noch eine technologische Erfindung. Um daraus jetzt wirklich etwas zu machen, was in die Klinik gehen kann, brauche ich ein Problem-Solving-Statement. Wo genau wird diese Technologie in welcher Anwendung ein klinisches Problem adressieren? Und da nehme ich wieder dieses funktionale Polymer. Ich sage, dass die Applikation davon ist jetzt Cartilage Replacement oder Artificial Tissue. Und damit behandle ich die rheumatoide Arthritis. Dann habe ich eine ganz klare Anwendung auf ein Problem, ein klinisches Problem, für das ich noch keine ausreichende Möglichkeit habe der Behandlung. Und das ist das, was die Translation auch macht. Wir gehen von der reinen Erfindung hin zu einer Innovation. Und auf diesem horizontalen Weg gibt es noch andere Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Was ist eine Innovation und was ist eine Erfindung? Häufig werden diese Worte auch zusammengenommen. Jeder, der irgendwas Neues hat, redet direkt von Innovation. Aber ich denke, da sollten wir uns noch mal ganz klar darüber werden, was ist eigentlich Innovation und Erfindung. Und da gibt es Key Attributes, wie wir sagen, was eine Innovation ausmacht. Und diese Innovation oder diese Attribute müssen wirklich für jeden, der daran beteiligt ist, erfahrbar oder sichtbar werden. So, das erste ist, welcher relative Vorteil hat meine Erfindung? Das ist, zu welch einem Degree oder zu welch einem Grad ist das besser als alles andere, was davor existierte? Beziehungsweise welches neue Problem kann dieses angehen? Und ich nehme jetzt mal den berühmten Steve Jobs Apple, weil er hatte da sehr viel Gutes dazu beigetragen. Warum haben wir unsere Smartphones heute? Weil wir damit Dinge können, die wir vorher mit Handys, mit den normalen Telefonen, Mobiltelefonen nicht konnten. Ja, da haben wir einen klaren Vorteil zu dem, was bisher existierte. Dann die Kompatibilität. Zu welchem Grad ist das auch kompatibel mit dem, was ich bisher kenne, beziehungsweise mit meinen Werten? Und auch hier nehme ich wieder Steve Jobs, denn Sie erinnern sich daran, dass der zuerst den iPod auf den Markt gebracht hat für die Musik.
Was war so wichtig an dem iPod? Der iPod war das erste Device, was mit Touchscreen gearbeitet hat. Sie konnten die durchscrollen, indem sie einfach den Finger draufgelegt haben und gedreht. Ja? Und das war eine Familiarization mit Touchscreens. Und erst danach war überhaupt die Möglichkeit, die Stufe zu machen zu einem Smartphone. Ja? Und Sie erinnern sich, dass BlackBerry noch jahrelang auf dem Markt war, weil es immer die Late Adopters gibt, die dann immer noch ihre Tasten brauchen. Ich gehörte übrigens auch dazu, aber das ist eine andere Sache. So, wir haben jetzt also diese Kompatibilität. Es darf nicht zu weit von dem entfernt sein, was wir selber kennen. Dann geht es um die Komplexität. Wie schwer ist es eigentlich oder wie erlebe ich so eine Innovation oder eine Erfindung? Ist das wirklich so komplex, dass ich da erstmal, wer weiß, was lernen muss? Dann ist es schon schlecht. Es muss so einfach wie möglich sein. Und auch das hat Steve Jobs mit dem Smartphone so gut hingekriegt, weil man konnte da eigentlich keinen Fehler mehr machen. Es war einfach. Ich habe es ausprobiert und entweder es hat geklappt oder nicht, dann habe ich nochmal neu versucht. Trialability. Irgendwie müssen und wollen wir Dinge vorher ausprobieren. Und auch hier wieder, Sie gehen in den Apple Shop rein und denken, da gäbe es Telefone zu kaufen und Sie sehen nirgendwo irgendwelche Ware, die es zu kaufen gibt. Sondern Sie sehen nur überall Tische, große Räumlichkeiten, wo nur die Smartphones und die Tablets rumliegen und jeder da rumspielt. Das ist genau die Sache, die Erfindung von Innovation unterscheidet. Wir können sie anfassen, wir leben das und sagen, wow, das ist besser, das ist ja klasse, was ich da erlebe. Dann geht es um die Observability. Können wir das sehen? Erleben wir wirklich diese Innovation als Innovation und sehen wir dieses als etwas Vorteilhaftes zu dem, was wir bisher gehabt haben? Und dann kommt noch der nächste Punkt und das ist eben halt die Reinvention. Die Möglichkeit, dass wir das, was wir da haben, auf uns für uns entsprechend einstellen können und verändern können. Und so hat jeder heute sein Smartphone, was ganz individuell ist, weil wir die Technik zwar haben als Technik, aber sie entsprechend so nutzen können, dass sie uns den größten Benefit bringt. Und das sind die Dinge, die wir immer sehen müssen. Eine reine Erfindung wird niemals zur Innovation, wenn ich nicht gewisse Dinge berücksichtige von Anfang an in meiner Entwicklung. Und das gilt für Consumer Goods, das gilt aber auch für neue Therapien, neue Medizinprodukte. Und da sind wir noch einmal dabei, um das nochmal vielleicht zu verdeutlichen. Wir haben hier unsere Outcomes aus der Grundlagenforschung. Wir haben hier neue Polymere, wir haben Proteine, wir haben sonst was. Und dann stehen wir da und sagen, wo können wir die anwenden? Ja, die können wir in vielfältigen Bereichen anwenden. Und der Trick ist jetzt hier, dass wir aus diesen vielfältigen Anwendungen uns eine raussuchen und auf dieser auch wirklich dann bleiben mit dieser Idee. Und daraus ein Produkt machen. Das macht die Industrie hervorragend, indem sie einfach sagt, ich weiß, wir könnten jetzt unendlich viele Sachen machen, aber wir fokussieren uns auf einen kleinen Bereich der Technologie in einer ganz spezifischen Anwendung und daraus entwickeln wir ein Produkt für eine ganz spezifische Indikation. Und dann gehe ich wirklich von der Breite in die spezifische Anwendung, die dann wirklich zu einem innovativen Produkt führt. Und insofern müssen wir auch die Grundlagenforschung sehen. Die Grundlagenforschung ist eine vertikale Forschung. Ich gehe in die Tiefe, in die Details. Genau wie der Kliniker. Der Kliniker geht auch in die Details. Er kennt sich bestens aus in der Indikation, in den verschiedenen Patienten. Er kann Ihnen alles sagen über Diabetes, Mellitus, Typ 1 und die Patienten und wo die sich unterscheiden. Und der Grundlagenforscher hat seine Technologie, die der in alle Richtungen versteht nach
in die Tiefe und was er dann auch machen könnte. Die Translation ist jetzt die horizontale Forschung, in der ich einen kleinen Teil meiner Grundlagenforschung rausnehme, definiere und dann übertrage in eine ganz spezifische klinische Anwendung, ein Teil aus der Gesamtindikation, wo ich dieses Produkt einsetzen will. Und das ist ein Prozess, der häufig, ja, im Prinzip falsch gesehen wird. Es ist so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt dieses habe, dann braucht man nur noch so ein Programm abzuarbeiten und dann bin ich in der Klinik. Was dabei unterschätzt wird, ist, dass diese Technologie ja noch übersetzt werden muss. Und das ist eine echte Wissenschaft. Ich bin auch in einem iterativen Prozess. Ich habe dort ein Material. Daraus muss ich ein Produkt machen. Dann lerne ich, wie ich das mache. Dann sehe ich auf einmal, dass dieses Produkt dort auf einmal anders reagiert als in meiner Grundlagenforschung. Und Schritt für Schritt gehe ich da durch und ich erlebe und entdecke immer wieder neue Sachen, die ich wissenschaftlich untersuchen kann. Und daraus entsteht wiederum ganz andere, neue Dinge, die ich da theoretisch folgen könnte, ja. Aber dieser horizontale Prozess ist eine Wissenschaft, genau wie eine Grundlagenforschung. Sie ist dann eben nicht nur in die Tiefe, in die Detailtiefe einer einzigen Technologie, sondern es ist horizontal, es übersetzt diese Technologie in eine ganz präzise klinische Anwendung. Ja? Und das heißt im Prinzip hier, ich habe mein Reagenzglas, darin entwickle ich was, dann mache ich daraus ein Produkt und dann wende ich das an in einer ganz spezifischen Indikation. Und das ist eben halt die Sache, mit der wir uns hier beschäftigen und wo wir eine Integrated Framework brauchen. Und das ist nicht der Prozess eines einzelnen Wissenschaftlers oder eines einzelnen Individuum, sondern das ist ein Prozess, der viele Expertisen, verschiedene Expertisen braucht. Wir müssen erstmal in diesem Framework sagen, wie kommen wir dazu, dass wir ein Produkt oder Projekt definieren und das fertig machen, ready für Translation, dass wir wissen, wie evaluieren wir ein Potenzial und klinischen Wert von dieser Erfindung, wie nehmen wir die Technical und Regulatory Documentation, wie bringen wir die zusammen? Was brauchen wir dafür? Wie machen wir das? Woher kommt das Material, mein Equipment und mein Prozess und wie qualifiziere ich den für eine GMP oder ISO-konforme Herstellung? Ich brauche dazu Herstellungsvorschriften, aber auch Release Specifications, denn am Ende des Tages muss ich sagen, dieses Produkt hat die Qualität und die Sicherheit und Wirksamkeit oder Funktionalität herstellt. Und da muss ich auch meine Spezifikationen haben, an der Hand, der ich die freigebe. Ich muss meine klinische Studie machen, meine Planung, mein Monitoring. Ich muss durch Ethical Committees oder Regulatory Approval Processes gehen. Ich brauche einen klinischen Endpunkt, den ich dann auch bestimmen kann. Und dann meine Resultate aus der Phase, die muss ich dann entsprechend auch in einen Report bringen. Das heißt, in eine Zusammenfassung des gesamten Projekts. Und es gibt trotzdem noch immer gewisse Misperceptions, ja, also falsche Ansichten von Forschern teilweise oder auch von Wissenschaftlern, die ich jetzt mal hier ein bisschen mal ansprechen möchte. Translationsforschung ist kein linearer Prozess. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, also ich habe das jetzt gemacht, jetzt hier gebe ich dir das und du arbeitest mal eben die Sache ab. Sondern es ist ein multidisziplinärer, iterativer Zusammenarbeit, wo sie immer wieder mit Leuten zusammenarbeiten und immer was dazulernen. Es ist auch keine administrative Kollektion an Daten und Dokumenten, sondern das ist wirklich wissenschaftliche Research. Ich fange an, ein Produkt, ein Polymer zu nehmen, in ein Produkt zu überführen und dabei komme ich auf einmal auf neue Probleme, die ich so bisher nicht gesehen habe und dann muss ich die lösen.
um daraus dann weiterzukommen. Es ist auch so, viele sagen, ja, ich erlebe oder ich kriege da kein Knowledge Gain. Ich weiß nicht, da kommt nichts mehr Neues bei raus. Ich könnte Ihnen jetzt, ich weiß nicht, wie viele Erfindungen, die wir alle kennen, nennen, die einen ganz anderen Ursprung hatten, als sie im Endeffekt womit sie die Innovation gemacht haben. Weil gerade in dem horizontalen Translationsprozess entdecken wir neue Dinge und neue Anwendungen, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Dann heißt es auch immer, ja, ich habe doch kein Geld, no funding available. Ja, aber wenn wir wirklich mal gucken, liegt es ja auch an uns, wie wir unsere Projekte oder unsere Grants da formulieren. In den wenigsten Fällen wird die Translation mit reingenommen. Gleichzeitig sind es sehr viele Calls, die sich gerade mit der Translation beschäftigen. Und wir denken dann, ja, die Calls betreffen uns nicht, weil sie keine Grundlagenforschung gibt. Weil wir auch sagen, es hat kein Reward Potential, keine Anerkennung ist da für mich drin, wenn ich das mache. Wobei man ja eigentlich sagen muss, das Umgekehrte. Denn wenn ich wirklich meine Arbeit irgendwann in eine klinische Anwendung gebracht habe, dann ist es eigentlich die höchste Anerkennung. Eine andere Sache, die ich auch häufig erlebe, das sagt, ja, da soll das einer weiterbringen. Mir kann nichts passieren, ich habe ja ein Patent darauf. Da kann ich Ihnen nur sagen, ein Patent nützt Ihnen nur dann etwas, wenn Sie jemanden haben, der es tagtäglich nachverfolgt, ob irgendjemand dieses Patent verwendet oder Teile daraus und ausreichend Geld hat, dann in einen Patent Litigation Case zu gehen. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie eine große Firma haben, die Ihr Patent einfach so benutzt, dann kenne ich keine Hochschule, die die Kapazität weder finanzieller Art noch von juristischer Kompetenz hätte, um so einen Fall durchzuziehen. Ja, insofern sollten wir wirklich gucken, dass wir uns in der translationellen Forschung etablieren. Was streben wir eigentlich an? Und ich rede hier von einem Network. Ich sage nicht, dass wir das haben, sondern das Ziel sollte sein, dass wir wirklich den Impact haben in unserer Translationsforschung, dass wir etwas beitragen, die voranzubringen. Was wir brauchen für die Wissenschaftler ist, wir brauchen einen Contact Point. Irgendjemand, wo die Forscher hingehen können und sagen, hör mal, ich denke an eine Translation, wie geht das los? Ja, die brauchen also jemanden, der wirklich als Kontaktpunkt da ist, den man einfach ansprechen kann. Sie brauchen Support dahingehend, dass wir die Projekte evaluieren hinsichtlich dessen, sind die translationsfähig? Was fehlt noch? Wie kann man die translationsfähig machen? Wir müssen auch helfen, im Prinzip regulatorische Requirements und Dokumentationen herzustellen oder zu entwickeln. Das alles ist keine Rocket Science. Der größte Teil ist da bei den Grundlagenforschern, aber sie wissen eben nicht, wie man das zusammenbringt. Es geht darum, wir sie unterstützen hinsichtlich des Projektplans. Wie sieht das aus? Welche Timelines? Welches Budget brauche ich dafür? Welche Voraussetzungen muss ich noch dafür haben? Dann brauchen sie diese Herstellung nach CGMP, also Current Good Manufacturing Practice und Current ISO 13485. Wo sie hingehen können und wirklich dieses Material für die klinische Studie herstellen. Dann brauchen die Forscher natürlich Clinical Trial Planning, wer hilft Ihnen dabei, die Studie aufzusetzen, dass sie aussagekräftig ist? Wie machen wir das Monitoring? Wie machen wir das Data Management? Und das kann man sehr gut auch zusammen machen mit Clinical Trial Centers, die ja schon an einigen Hochschulen etabliert sind. Sie brauchen noch eine gewisse Beratung und ein Netzwerk, weil es sehr viele Fragestellungen auch auftauchen, die nicht jeder von uns machen kann, die nicht jeder hat, ja, aber es ist nicht wichtig, dass man alles kann, sondern dass man jemanden kennt, der etwas kann.
Und da kommt eben halt dieses Network ganz, ganz stark ja, in Betracht. Dann geht es um die Education Training Projekte. Wie bereiten wir unsere Wissenschaftler vor? Wie nehmen wir unser Lernen selber und teilen dieses Lernen wiederum mit Grundlagenforschern, sodass die Translationsprojekte und die Translation Research immer einfacher oder immer komplikationsloser werden. Ja, und dann komme ich eigentlich dazu, was wir haben. Ja, da habe ich jetzt noch nichts zu gesagt, weil, wie gesagt, es geht mir um die Translationsprozess, weil der ist essentiell. Was wir jetzt haben in Aachen, das ist ein GMP und ISO 13485 Compliant Clinical Manufacturing Unit, die wir da haben wollen, die jetzt in den nächsten 2 Monaten eigentlich fertiggestellt wird. So sieht dieses Gebäude dann letztendlich aus. Beinhaltet flexible Reinräume, das heißt, wir können verschiedene Herstellungstechnologien einbringen und dort die Herstellung stattfinden lassen. Wir haben Reinraumkapazitäten Klasse A in B und C von 425 Quadratmetern. Das sind also 3 Reinräume, wobei 2 Reinräume für die Herstellung sind und 1 Reinraum, den wir dann für Ausbildungszwecke zur Verfügung stellen. Das gilt dann, bevor überhaupt die Gruppen, die bei uns reinkommen, werden dann also da geschult in den Räumen und können dann in diese Reinräume gehen und die Herstellung machen unter Anleitung und Begleitung. Wir haben auch 400 Quadratmeter an Laborfläche, Biologie und Chemie. Das sind also die jeweils separate Labore, wo Vorbereitungsarbeiten gemacht werden können. Quality Assurance wollen wir da machen. Und dieser ganze Bau hat auch viele Office Spaces, also jede Gruppe, die bei uns arbeitet, die hat da individuelle Arbeitsplätze. Wir haben Seminarräume, wir haben auch Meetingräume, gerade weil Teams dort, multidisziplinäre Teams dort arbeiten sollen und Besprechungen durchführen. Ja, und damit komme ich jetzt eigentlich schon zur Zusammenfassung. Ich glaube, dass die Innovationskraft von Grundlagenforschung bei weitem eben das überschreitet, was eigentlich in der Klinik realisiert wird, weil wir auch in Deutschland gerade ein fehlendes Championship haben in Translational Research. Es gibt viele, auch im Leibniz, auch in den Leibniz-Instituten, die alle irgendwo sich mit Translation beschäftigen. Teilweise, genau wie wir das ja auch machen. Und was fehlt, ist wirklich ein Championship, wo wir eine Institution haben, beziehungsweise wo wir ein Network haben, das Translationsforschungsprojekte in der Gesamtheit erfassen können und den Grundlagenforschern helfen können, diese umzusetzen. Wir sehen sie auch, dass dieses ganze Translational Research noch lange nicht so ist, dass ich sage, ich habe hier meine Guidelines oder meine SOPs, so wird es gemacht, sondern dass das ein ständiger Prozess ist, der sich eigentlich entwickelt, weil eben halt auch die Projekte so weitreichend, so groß und so breit sind, dass wir uns ständig wiederum Gedanken machen müssen jetzt, wie arbeiten wir zusammen? Und wie kriegen wir unsere verschiedenen Expertisen in eine Zusammenarbeit integriert und in einen Prozess integriert, sodass wir wirklich auch komplexe Prozesse oder Projekte bearbeiten können. Und das ist, wie gesagt, was ich jetzt sehe, innerhalb der Leibniz Health Technology Alliance haben wir wirklich viele, sehe ich viele von Ihnen, die ebenfalls in dem Bereich der Forschung tätig sind. Und deshalb werde ich sicherlich auch interessiert daran, mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Und ich werde sicherlich einige von Ihnen auch schon direkt kontaktieren. Aber ich glaube, dass wir wirklich etwas haben, wo wir, wenn wir das zusammenbringen und unsere Expertisen bündeln, dass wir da wirklich Championship in Translational Research übernehmen können.
die die Bereiche Technological Translation, Preclinical Translation bis hin zur ersten klinischen Prüfung durchweg abdecken können. Und insofern jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Wie gesagt, wir sind in Aachen und das ist nicht der Aachener Mittelfinger hier, bitte nicht falsch verstehen, sondern das ist ein Symbol, das kommt aus der Nadelindustrie. So wurde damals die Qualitätskontrolle gemacht von den Nadeln, um zu gucken, ob die Ösen auch sind. Und dann wurden die Nadeln auf den Tisch gelegt und mit dem Finger rollte man hin. Deshalb ist das der Klenkes, das ist unser Aachener Wahrzeichen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Stegemann. Vielen Dank für diesen tollen Überblick. Und ich denke, Sie haben auch gleich schon eine Motivation gegeben und auch erläutert, dass wir hier auch etwas anschieben wollen innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, es ist so ein bisschen angeklungen, aber Sie sind ja relativ neu jetzt in dieser Position, also seit September 2022 das aufzubauen. Wir haben auch, glaube ich, noch eher Zeichnung als Fotos gesehen. Also das Zentrum ist noch in der Ausstattung befindlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, es ist jetzt auch eben, denke ich, noch ein sehr guter Zeitpunkt, um einige Weichen zu stellen und natürlich vor allem eben auch das Netzwerk zu erweitern und intensiv zusammenzuarbeiten. Wichtig sind natürlich viele Stakeholder aus dem Gesundheitswesen, regulatorische Behörden und Sie hatten schon sehr viele Punkte genannt dort. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch zu den ersten Fragen kommen, die schon im Chat gestellt wurden. Jetzt etwas in umgekehrter Reihenfolge, weil eben auch zu diesen unterschiedlichen Prozesspunkten, die Sie genannt hatten, da eine Frage war. Und zwar war das von Herrn Serrano, da war die Frage, ob Sie einen Unterschied machen zwischen Proof of Concept und Proof of Principle und wenn ja, worin liegt er und an welcher Stelle dieses von Ihnen beschriebenen Translationsprozesses sollten diese Prozesse stattfinden? Ja, gute Frage, das ist genau eine Terminologie. Wir verwenden diese Begriffe und da haben wir auch wahrscheinlich verschiedene Meinungen. Also Proof of Principle ist für mich noch immer präklinisch und Proof of Concept, da würde ich eher sagen Clinical Proof of Concept, ist die erste klinische Phase, wo ich zum ersten Mal am Menschen gehe und das nachvollziehe, was ich in meinem Proof of Concept, entweder an einem Tiermodell oder an einem In-vitro-Modell gesehen habe. Okay, es gibt jetzt sonst auch die Möglichkeit, direkt das Mikro einzuschalten und da nochmal nachzufragen oder eben auch für Personen, die jetzt noch keine Frage gestellt haben. Ich würde jetzt zu einem nächsten Punkt kommen und zwar, das war eine Frage von den Psychotech vom Paul-Ehrlich-Institut. Ob die beim vom DWI angestrebten Innovationen sich auf den Bereich neuer Arzneimittel beschränken oder ob auch IVD oder andere Medizinprodukte geplant sind in Zusammenarbeit mit Ihrem First in Translation App? Das ist eine interessante Frage. Also sagen wir so, es gibt sehr viele Intentionen. Es geht um die Readiness. Also wir haben nicht nur, es geht also nicht nur am DWI, sondern wir haben auch die Anne-Institute, die um uns herum sind, wo viel geforscht wird. Da geht es um die drei Bereiche. Das ist Medizinprodukte, ja, auch In-vitro-Diagnostikum. Wir haben auch Pharmaprodukte und wir arbeiten an diesen ATMPs, diesen Cell-Gene-Based Systems, die theoretisch auch in dieses Joint Lab gehen könnten. Ja, wir stehen also da an dem Punkt. Es ist nicht so, dass wir jetzt da schon für alles Projekte haben, sondern das ist jetzt, was im Prinzip reinkommt demnächst. Okay, aber sozusagen kein Ausschluss, sondern Möglichkeiten schon. Und wahrscheinlich wird ja auch das Know-how und die Erfahrung, also mit der Erfahrung wird das Know-how sicherlich ja auch sich erweitern und es unterschiedlich genau. Das ist ja eben halt das, was ich auch gerade sagte mit dem Translational Research. Jedes Projekt hat seine eigenen Herausforderungen und ist im Prinzip ein Individuum.
Und es gibt nicht nach dem Motto, ja, können wir nehmen, sondern wir müssen uns dieses Projekt angucken und dann einen Weg finden, wie wir das in die GMP- oder ISO-konforme Herstellung übertragen können in unsere Herstellungseinheiten, in Reinräume. Es ist nichts ausgeschlossen, ja, aber jedes Projekt muss im Prinzip vorab intensiv behandelt werden oder diskutiert werden, zu sehen, wie man das macht. Okay, danke. Sie hatten ganz am Anfang eben auch diesen Bereich Ausbildung genannt und Defizite im akademischen Bereich formuliert. Da gab es eben auch eine Anregung noch, ob es nicht sinnvoll wäre, in dieser ersten Phase den Studierenden auch Inhalte zum Thema IP zu vermitteln. Das gehört auch dazu. Wir haben, oder ich habe schon mal angefangen, ein Curriculum zu entwickeln, wo die verschiedenen Bereiche abgedeckt werden. Und IP ist sicherlich auch eines der Bereiche, die wir da entsprechend mal angehen müssen. Dann gibt es eine Frage dazu, welche Formen der Zusammenarbeit es mit dem FIT gibt und wie diese Form der Zusammenarbeit finanziert werden kann. Gut, wir haben im FIT einen Sondertatbestand, über den wir eine Grundstruktur abdecken können. Und wenn Projekte reinkommen, werden wir entsprechend at cost arbeiten. Ja, wir sind also kein Profit Center, wir sind keine kommerzielle Einheit, sondern wir werden uns dann die entsprechenden notwendigen Ressourcen, die dafür benötigt werden, die werden wir dann in Rechnung stellen. Ja. Deshalb machen wir auch eine Projektplanung, einschließlich der Kostenplanung. Aber es ist eine Ad-Cost-Rechnung, also keine, wir haben da keine 30-40% Marge und drauf, wie da vielleicht in der Industrie üblich ist. Dann die Frage, wie sich die Leibniz-Translation relativ zu den vom BMBF geförderten Gesundheitsforschungszentren aufstellt. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich sehe immer, dass es gibt mal viele Zentren, die allerdings zum Teil sehr spezifisch sind in ihrer Ausrichtung. Und das, was im Prinzip von unserer Seite aus jetzt angedacht ist, dass wir wirklich ein Contact Point sind und versuchen, diese Synergien, die da sind, zu nutzen. Es ist keine Konkurrenz hier, sondern im Prinzip die Zusammenarbeit, wie man Grundlagenforschung oder Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in eine klinische Prüfung überführen kann, mit einer hohen Aussicht auf Erfolg. Ja, also es geht nicht darum, riskante Projekte oder Projekte, die, sagen wir mal, keinen Mehrwert haben, zu überführen, sondern wirklich hier sehr klar und strukturiert vorzugehen. Ich darf da vielleicht von unserer Seite auch ergänzen, dass wir zum Beispiel derzeit eine Projekt- oder Kooperationsanbahnung mit dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung haben. Mhm. Es gibt vereinzelt natürlich Projekte mit Gruppen aus dem DCIF. Also das ist eben auch nicht geplant, dass man da jetzt die Strukturen sozusagen voneinander abgrenzt, sondern dass man eben im Gegenteil genau versucht, Projekte zu nehmen, die eben sich besonders für den Translationsprozess in so einer Infrastruktur eignen. Genau, wenn Sie jetzt aus solchen Projekten die Notwendigkeit für eine klinische Herstellung besteht, dann kann man auch mit der reinen klinischen Herstellung zu uns kommen. Also da haben wir keinerlei Berührungsängste und da gibt es auch keine Restriktionen. Das würde ich auch aus anderen Instituten sowas gerne dann übernehmen und da weiter. Dann eine ähnliche Frage, wie stellt sich eine Abgrenzung oder auch Zusammenarbeit zum Fraunhofer ICSI dar? Also das wäre jetzt natürlich ein einzelnes Fraunhofer-Institut. Haben Sie da irgendwelche Berührungspunkte? Wir haben ja mehrere Standorte in Deutschland. Also ich würde mal so sagen, wir sollten uns jetzt im Forschungsbereich jetzt nicht institutionell bekriegen, sondern im Prinzip zusammenarbeiten. Am Ende ist es ja so, dass wir alle unsere Expertise, unsere Möglichkeiten haben
Und ich sehe da also nicht irgendwo Schwierigkeiten, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Das habe ich mein Leben lang gemacht. Und insofern, wenn jemand vom Fraunhofer kommt und hat eine spezifische Frage, dann sofort. Ja, also ich sehe da überhaupt kein Problem. Wir fragen nicht, wo jemand herkommt oder welches Institut das ist, sondern im Prinzip geht es darum, dass wir Wissenschaft und Translation voranbringen. Ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht auch an dieser Stelle schon ankündigen, dass jetzt dieses First in Translation Lab, dass Sie da jetzt vorangegangen sind, dass wir ja gerade auch unseren Austausch intensivieren. Es gibt eben auch bei Leibniz noch mindestens zwei andere Translationsinfrastrukturen, die etabliert oder im Aufbau sind. Etabliert ist zum Beispiel schon das Klinikum Karlsburg, wo es eben eine sehr intensive Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Plasmamedizin, also Erforschung von der Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma gibt und dann eben zusätzlich im Bereich der Infektionskrankheiten das Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung, welches derzeit in Jena aufgebaut wird. Und ich denke, das kann nur in aller Interesse sein, eben sich da regelmäßig auszutauschen und eben auch gemeinsam dann die Best-Practice-Beispiele zu nehmen und zu gucken, wie kann man etwas entwickeln, was man dann anbieten kann. Ja. Das muss ja auch nicht unbedingt jedes Mal ein riesiger Partner sein. Es kann auch eben, können auch weitere klinische Partner zum Beispiel natürlich hinzutreten, auch wenn das FIT ja sozusagen am DWI, aber letztlich auch in direkter Verbindung mit dem Klinikum in Aachen steht. Vielleicht in dem Zusammenhang nochmal die Frage, was rechnen Sie jetzt so in der Anfangsphase, wie viele Projekte können Sie da gleichzeitig machen oder wie viele Mitarbeiter können da befasst sein mit solchen Translationsprojekten? Also es ist ja so, jedes Translationsprojekt hat eine andere Herausforderung und es gibt welche, die sehr intensiv sind und wenn man so ein Projekt dann da drin hat, dann braucht man schon die Reihenräume für längere Zeit. Wenn es kleinere Projekte sind, kann man mehr da reinholen. Die Kalkulation war aber, dass wir pro Jahr zwischen 2 und 10 Projekte da durchweg machen können. Wir haben 2 Reihenräume, 2 unterschiedliche Größen. Die Vorbereitung, die Nachbereitung der Reihenräume, dafür rechnen wir ungefähr eine Woche ein. Ja? Insofern ist eigentlich der Turnover relativ schnell. Es kommt dann darauf auch an, wie die Maschinen schon qualifiziert sind oder wie man die noch qualifizieren muss. Aber ich glaube, wir haben kapazitätsmäßig keine Begrenzungen, weil wir den Trainingsreihenraum auch in einen Reihenraum für die Herstellung überführen können. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich dann auch eine Vernetzung mit dem akademischen Bereich oder mit der Lehre, dass Sie da dann Ergebnisse auch direkt reinbringen an die DWI zumindest, an die Uni Aachen oder wie ist das? Wir haben da Projekte, aber das ist eben auch, was Sie gerade sagten, diese Infrastrukturen, die wir haben an den anderen Instituten. Es geht ja hier auch um den Prozess, wie überführe ich jetzt die Translation oder wie führe ich Translationsforschung durch? Und diese Prozesse sind ja ganz unabhängig von der Indikation. Ja? Insofern, das ist eben halt das, was ich denke, was wir brauchen, ist, dass wir einen klaren Prozess in der Vorgehensweise haben, wie man Translation gut und schnell über die Bühne kriegt. Ja? Und insofern ist jeder Austausch gut und in jedem Projekt werden Sie plötzlich Fragestellungen haben, wo Sie froh sind, dass Sie jemanden kennen, der gerade da in dem Bereich arbeitet und der dann als Partner auftauchen kann. Ich sehe eine Wortmeldung. Herr Karl, bitte Mikro aktivieren. Ja, vielen Dank. Kurze Nachfrage bezüglich der Einbindung des FITs dann auch an die RWTH. Findet dann auch Lehre statt? Sollen dort Studierende ausgebildet werden? Oder inwiefern soll das nur für PhD-Studenten verwendet werden? Nein, ich denke, wir sollen das in die Lehre überführen. Das habe ich Ihnen ja auch gezeigt als die ersten Translationsphase. Wir müssen Leute heran ausbilden dafür. Und das Ideale wäre, wenn man wirklich einen Studiengang dafür hat oder hätte. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir dieses Curriculum oder ein Curriculum aufsetzen und dann vielleicht mit Kursen anfangen, einzelnen Vorlesungen.
Aber idealerweise wäre natürlich das auch ein Studiengang der Translationsforschung in Deutschland, wo wir Leute ausbilden, die wirklich verstehen, wie der Prozess gestaltet werden kann, wie man das macht, woher man Informationen kriegt, was man berücksichtigen muss und so weiter. Ja, das kann auch zum Beispiel, ich meine, wir können auch sowas machen als ein Leibniz-Kurs, ja, wo man dann ein paar Tage an verschiedenen Instituten ist und da 2, 3 Tage spezifische Informationen kriegt. Das kann man auch sich überlegen. Ja, absolut. Vielen Dank. Falls noch Fragen offen sind, dann bitte einfach das Mikro aktivieren und drauf losfragen. Ich schaue mal in die virtuelle Runde. Direkte Wortmeldung sehe ich jetzt nicht. Gut, dann nochmal herzlichen Dank. Ich denke, das Thema, ich bin mir sicher, dass das Thema Translation uns hier weiter beschäftigen wird. Ich freue mich sehr auf die Erarbeitung. Sie haben heute schon wirklich tolle Grundlagen gegeben, auch mit der Terminologie am Anfang und der Systematik. Und ich freue mich sehr auf den weiteren Austausch und auf weitere Diskussionen auch in diesem Kreis. In diesem Sinne, herzlichen Dank und danke an alle für die Teilnahme. Und bis zu unserer nächsten Lecture auf diesem Kanal. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch nochmal herzlich bei Ihnen und hoffe, dann demnächst enger mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Werden wir. Dankeschön. Danke. Wiedersehen.